Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Okay, also erstmal ich mein Gesicht zur Kamera hier angehalten habe. In der letzten Folge haben wir die Arenaleiterin von, boah, wie ist dieser Ort nochmal? Chichester, gut, erledigt. Mel in Pokémon Schild. Und ja, jetzt sind wir wieder zurück hier in Pokémon Schwert. Und ja, hopp, hopp, will gegen uns kämpfen. Und ja, sagen wir doch mal, ja, wenn es sein muss. Hey, Daniro, lass uns noch einen epischen Kampf hinlegen. In Ordnung. Durch den leckeren Curry, das Daniro uns spendiert hat, ist mein Kampfgeist neu erwacht. Steck voller Energie, du wirst schon sehen. Ich verstehe zwar nicht ganz, was du da redest, aber zu sehen werde ich euch trotzdem. Vorher mache ich aber noch die Pokémon von Daniro fit. Oh, Dankeschön. Es wird mal wieder Zeit, dass der zukünftige Schimpf seine Fähigkeiten zur Schau stellt. Sagt derjenige, der die Arena vorhin nicht geschafft hat, noch. Pokémon Trainer, hopp, fordert dich raus. Zwolok, Satz vom, ja. Ha, ich hatte die Entwicklung schon vorher. Was? Das kann nicht sein. Zähl auf dich, Partner. Oh, Level 40. Dann zeig mal. Natürlich meine Verteidigung oder also eine Chance, meine Verteidigung zu erhöhen. Heuler, Heuler, ehrlich, muss Level 14. Dein Viech kann auch Heuler. Ja, kein Wunder, hat die Arena nicht geschafft. Das oh. Aber oh, du hast gar nicht mehr Überreste. Autsch. Ja, bringt nicht so viel gegen meinen riesigen Stahlvogel. Tut mir ja echt leid für dich. Oh, aber Stahlflügel. Das ist nicht sehr effektiv, Mann. So, ja, Verteidigung oder irgendwie sowas. Na, verdammt. So, dauert ein bisschen lange, aber was soll's. Ist ja nur hopp. Irgendwie ist das Ding ganz schön tanky. Ich sorge für. Man schon irgendwie Angriffe von meinen Blackwing ja einstecken kann, als wäre nichts. Aua! Was für ein Ding? Ritze, was bist du denn? Aber du musst die Entwicklung von dem einen Viech gewesen sein, ne? Sie hat 5 Pokémon, so ich noch mal Kehrtwende. Ich habe keine Ahnung, was für ein Typ du bist. Aber ich würde mal raten. Ja, ich würde mal raten, keine Ahnung. Versuchen wir mal Herr von Lauch. Ja, komm. Ich will sogar Stein oder Stahl. Ich glaube, Stahl könnte es sein, ne? Funkensprung, Elektro. Oh. Hier ist schon mal nicht Eis. Ja, gute Frage, ne? Durchbruch dann, wenn du Stahl bist, vielleicht. Oh. Geist? Ne, nicht Geist. Er ist unfair, ich kenne das Pokémon dann nicht. Aber Durchbruch. Das war nicht sehr effektiv. Mein Gott, der Typ ist ja halbwegs sogar eine Herausforderung. Da, Funkensprung. Also, komm, Raptor. Dann schaffst du das. Du, ich heile mein Pokémon hoch. Ha. Ich bin so ein guter Trainer. Okay, ja, also erstmal, ach, ja,
Bin bescheuert. Blubstrahl. Wasser Elektro. Ja. Hab schon ein Step Angriff von Raptor. Willst du doch bringen, oder? Ja, bin ich auch weg von dem Hagel hier. Blubstrahl. Oh, es ging daneben. Gut gemacht. Britzigel. Haha, gut. Du hältst dich nicht zurück, was? Das gefällt mir. Ja, vor der hat irgendwie so voll die Versagerstimme so. Weil wie so ein Kind hat versuchen will irgendwie voll cool zu klingen so. Ha, dein Pokémon wurde von Hagelkörnern getroffen. Gott rum. Ach du, oh. Das sehe ich jetzt mal nicht ein. Ja, irgendwie. Wie denn sonst? Der Teil sieht auch irgendwie komisch aus. Aber sieht irgendwie besser aus als die anderen beiden Starter. Jetzt gehen wir alles. Hier kommt unser Wind wohl noch in der Pflanzenkraft. Trommelschläge. Au, 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 au. Oh. Au. Na, jetzt gibt es erstmal einen Feuerball in die Fräse. Hm. Und er schießt und boom, Tor. Yay. Sehr gut. Angeberei. Ja, oder so noch. Autsch. Er lag so, ach ja. Aber wenn Herr von Lauch jetzt nicht schon angeschlagen wäre, ne? Kommt hier mal. Ja, wir sind entspannt halten. Ich konnte Igni eigentlich drin lassen und Doppelkick einsetzen oder so, aber warum? Body Slam. Wurf. Ja, Tiamat hat, glaube ich, Überreste, ne? Haha. So. Dann machen wir. So, machen wir Felswurf. Bonk. Mehr als zweimal, danke. Jetzt auch ruhig noch ein bisschen mehr. Oh Gott. Aha. Ja, schafft man noch kein Ding. Überhaupt nicht. So, wenn du jetzt viermal triffst, dann müssen wir das Ding kaputt hauen, aber du triffst überhaupt nicht. Ist auch gut, danke. Aua. Und dann kommen ja noch die Hagelkörner, ne? Also wir, du setzt Erholung oder irgendwie sowas ein, ne? Okay. Felswurf. Du hast schon wieder daneben gehauen, ehrlich? Du meinst den Stahl? Ja. Das schafft er jetzt echt noch, den seinen Relaxo ja kaputt zu hauen, wenn ich den nicht treffe. Da kommen. Danke. Eins, zwei. Ja. Aber du bist sowieso tot im nächsten, in der nächsten Runde. Ein Hagelkorn berührt Relaxo. Oh! Oh! Damit der Gehirnerschütterung am Boden. Ja, was hast du noch? Das, was mich am Wickeln, nichts da. Der allerbeste wird siegen, und das bin ich. Das ist doch kein einziges Mal Pokémon kaputt gehauen. Blasphemie, das gleiche wie ich. Ah, eigentlich hätte er es ja vorher, aber so will Mary kommen. Schaffst du
hat Stahl und Elektro. Flug. Wird schon nicht so wehtun. Ich mag kein Hagel. Ich bring dich jetzt um. Ja gut. Ja genau. Da wird dir leider nicht so helfen. Oh, ich liebe Schnee. Und ja, das. Oh, hier ist eins meiner Pokémon, das ist stärker als ihn. So Gefühl. Sehr effektiv. Jetzt halt einen epischen Spitznamen aussuchen sollen für das Viech. Dann hätte es vielleicht eine Chance gehabt. Spitznamen machen Pokémon doppelt so stark. Habt ihr halt nicht gewusst. Ich kann also noch nicht mal gegen meinen Rivalen gewinnen, aber ich gebe nicht auf. Ja. Danke, ihr habt beide sehr gut gekämpft, besonders du, Daniro. Wenn ihr so weitermacht, könnt ihr irgendwann vielleicht den unschlagbaren Deleon besiegen. Steht als nächstes auf eurem Plan. Ich habe vor, mich noch ein bisschen näher mit Schlummerwald zu beschäftigen. Mit dem Schlummerwald. Ich melde mich wieder in der Arena Challenge widmen. Und sobald ich den Arena-Horn in der Tasche habe, geht's schnurstracks über Route 9 nach Spikefall. Auf geht's. Yeah. Ich glaube, das hat ihn wieder aufgemuntert. Deleon macht sich immer große Sorgen, wenn es Hopp schlecht geht. Und du als dein Rivale willst dich auch nur das Beste für ihn, stimmt's? Wieso hat da keine Auswahl? Also dann mach's gut. Nein, Papier. Okay. Alles klar. Gut, dann Route 9 hat sie gesagt, haben die beiden gesagt. Warum hat jetzt niemand mich hochgeeilt? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich den ganzen Weg hier nochmal zum Pokémon Center. Okay. Kommen wir Pokémon Center. Gut. Fällt mir gerade ein, ich sollte mal Pokéjobs hier. Da sind doch bestimmt auch einige Pokémon noch. Nicht noch nicht. Weil nicht in meinen Boxen hatte. Ich vergesse halt immer. Die sind dann auch raus aus meinen Boxen. Nicht Glückwunsch, du hast einen neuen Orden. Jetzt gibt es neue Aufträge für dich. Sieh das mal an. Es gibt neue Jobs zu erledigen. Okay. Ich habe doch niemanden geschickt, alles klar. Ich dachte. Gut. Dann gehen wir mal auf zur nächsten Route. Boom. Ja. Alles klärchen. Dann. Ups. Ich habe mich da ein bisschen verfahren. So. So, ich nehme an, Route 9 ist hier, ne? Ja. Dann mal los. Weil kommt da irgendwas. Pass auf. So. Wieder kein Carpador. Oh. Octillery. Los, Blackwing, du schaffst das. Das ist so ein epischer Name. Wir seien nicht voll. Boah. Warum? Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo die Pokémon so hoch gelevelt sind, ey. Oh Gott. Oh. Okay. Stimmt. Oh, Hagel, das wird mir ein bisschen auf die Nerven gehen, habe ich so Gefühl. Oh, echt? Oh, Blackwing, warum? Ich habe schon genug Erfahrungspunkte, Mann. Ich will aber mehr. So, Angler. Haben wir schon mal gegen Angler gekämpft in dem Spiel? Ein Trainer sich begegnet mit gekämpft. So einfach ist das. Ich habe das Gefühl, ich sollte immer erst Sibylle ein bisschen später die Pokémon fangen. Weil immer, wenn ich gerade die Route zum ersten Mal betrete, sind die schon so hoch gelevelt wie meine eigenen Pokémon, aber das Fangen ein bisschen schwieriger und gefährlicher macht. Guckt sich allein an, warum sind die nicht so stark wie die? Naja, ich sollte irgendwie, weiß ich nicht, immer später zurückkommen. Entschuldigung, war
und Licht gerade neutral? Weiß ich gar nicht. Ist nicht neutral auf Stahl? Scheint schon, ne? Wasserdüse. Oh, du bist weg. Weiß gar nicht, war ein neues Pokémon überhaupt? Mir hat jetzt nichts gesagt. Autsch. Landhorn, Landhorn. Oh, Dreck. Bist du schneller als ich? Nee, ne? Okay, dann mach ich mal den hier. So, ach, warte mal, Raptor kann ich gar nicht einsetzen. Little Mary. Hallöchen, na? Oh nein. Warum? Was? Warum ist das Teil so winzig, ey? Ich habe eigentlich gar keinen Bock zu kämpfen. Oh, Kugelsaat, stimmt. Oh. Kugelsaat. Weiß gar nicht. Ne, Elektro ist nicht resistent gegen. So, noch einmal kommen. Jawohl. Sehr gut. Die Attacke eigentlich so für Gesteins- und Boden-Pokémon eingepackt, aber niemals auf Pokémon, Mom nicht. Wow, der Stärkere gewinnt. Ganz einfach. Okay. Habe ich mal nicht mal irgendwann hier surfen kann. Na, ich habe noch nicht mit der Gerät, glaube ich. Die sieht den Schatten an und wirft die Angel aus. Das ist einfach und doch aufregend. Schon da, glaube ich. So. Route 9. Plippa. Warte mal. Die Entwicklung haben wir noch gar nicht. Stimmt. Stimmt. Ein Top-Trank. Top-Fit-Trank. So. Boom. Oh ja. Gastrodon, oder? Gastrodon. Jetzt bitte sei nicht voll brutal gelevelt. Alter, wir schaffen die Pokémon-Trainer hier zu überleben, ey. Wird doch gar nicht möglich sein bei so starken Pokémon hier. Ah, du mir jetzt nicht so was an. Oh, Borschnabel, Erdkräfte. Oh, ja. Stimmt. So, kann jetzt etwas nervig werden. Hier bleibt drin, ne? Ja, Blackwing geht kaputt. Aber Gott, kann jetzt sowieso nicht mehr so lange dauern. Was machst du da, du Idiot? Komm, bleib drin. Wackelt nicht ein einziges Mal. Und das war's mit Blackwing. Und das war's mit Gastrodon, oder? Ja. Okay. Von allen, die ja Erfahrungspunkte braucht, hat er natürlich jetzt keine bekommen, ey. Ernsthaft, warum sollte man gegen die Dinger hier kämpfen, ey? Die sind viel zu stark. Ich muss mir Heiltränke und so kaufen, habe ich so Gefühl. Aber ich habe da so wenig Geld. Das ist voll Zeitverschwendung, jetzt hier schon Pokémon zu fangen. Hey, ich habe mein Pokémon so richtig abgetan. Jetzt bin ich super drauf bereit. Ja, Tänzerin Virginia, Flampion, was hier Eis ist. Da macht der Sinn. Der Name macht aber irgendwie keinen Sinn. Flampion, na, guck mal, wie die am Abtanzen ist. So, so, du bist ja Eis, ne? Also komm mal her. Flügel aus Stahl. Ein Flügel aus Stahl. Mit Verteidigung.
Sehr cool. Oh. So, Bluebella. Oh, da gibt es auch was. Da gibt es auch was von Blackwing. Boah, Schnabel. Was? Auf Falterregen, was war nochmal? Ja. Schon mal Bluebella gesehen, ich weiß es nicht. Egal, boah, Schnabel, Flieg und Sieg. Ja, das war wohl nichts, ne? Oh Mann, wow, ihr gibt echt eine klasse Kombi ab. Ratang sind abgestimmt wie Tanzschritte. Ja, finde ich auch, wollte ich auch gerade sagen. Ich habe ein Pokémon ganz viel Attacken, aber die haben einen Tanz erinnern. Mach das. Kirchester Buch. Oder Kirchester, was weiß ich. Sir Chester. Wer ist denn Chester? Wieso kann ich hier nicht laufen? Und was machen die schon wieder da? Will ich schon wieder Pokémon terrorisieren? Wir lassen niemanden nach Spikeford, klar. Das heißt, für Nasen wie dich und auch für alle anderen ist Route 9 Tabu. Mit anderen Worten. Du kannst nicht nach Hause fahren. Du kannst nicht nach Hause fahren. Du kannst nach Hause fahren. Was? Wir von Team Yell feiern kann man im Total. Sie ist dir nur ans. Nicht einfach großartig. Darum lassen wir jetzt auch nicht zu, dass irgendwer stört, nur um auf ihm übers Wasser geschippert zu werden. Mal. Es ist mir schon klar, deshalb versuche ich auch euch die ganze Zeit schon zu erklären, dass ich das Rotormrad um eine Funktion ergänzen kann, die es über das Wasser fahren lässt. Habe ich doch gerade angesprochen, ne? Oh, du kommst wie gerufen, Aria Schenscher. Guter Zeitpunkt für ein Wiedersehen. Ich habe noch was gut bei dir. Du weißt schon, weil ich dir das Rotormrad geschenkt habe. Sag bitte so gut und verpasst diesen Rüpeln eine Lektion. Du wirst kann man kein Haar kommen, klar? Wir beschützen es vor Heinis wie dir. Die Sache mit der Rea Challenge solltest du also besser aufgeben. Hier ist für dich nämlich Endstation. Oder willst du lieber mit einem Pokémon-Kampf regeln? Ja. Dann mach dich mal auf eine Abweisung fast. Alles für Kamal. Ole, 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 ole. Also er schreibt mich an und sie fordert mich zum Kampf raus. Halt. Geradax. Tu mal auf Inseln kämpfen. Ist klar, ja, Kehrtwende ist sehr effektiv, aber bringt mir halt sehr wenig. Ich will den schon irgendwie bald nicht mit Blackwing erledigen. Boom. Ich will eigentlich meine Verteidigung damit erhöhen, Mann. Aua. Oh, müsste jetzt dadurch kaputt gehen, ne? Ja, jetzt kommt ein Volltreffer im Ohr. Hey, hey. Gut gemacht. Aua. Mensch, Pandrago. Oh, hi. Na, wie geht's denn so? Ist auch, ja, du bist ja öfter Kampf, ne? Patronen, oh Gott. Oh, was? Das ist auch Kampf, oder? Ich bin auch Stahl zur Hälfte. Ich soll neutral sein. Außer es ist nicht Kampf. Setzt es trotzdem wieder ein. Alles klar, gut. Ich gern gemacht hier. Was ist das? Cool. Ich will echt einfach nur nach Spikeford zurück. Dann geh doch. Oh, wenn wir uns nicht und wenn wir nichts unternehmen, wird der da auf Kamalm reiten. Hey, ich habe die Idee. Wir reiten einfach selbst auf Kamalm und machen uns vom Acker. Dann mal los, Kamalm, auf und immer wieder sehen, Aria Changer. Mal. Puh, hast du mir glatt schon wieder auf der Patsche geholfen. Wie läuft denn so? Genießt du das Leben als Radfahrer?
Wäre auch toll, wenn man mit dem Rotorrad auch übers Wasser fahren könnte, oder? Tja, du hast Glück, denn damit du genau das tun kannst, werde ich es für dich modifizieren. Du hältst ein Rotorrad. Jetzt habe ich doch eins. Ein Fahrrad, in dem sich ein Rotom befindet. Es wurde nicht nur im Rotom Turbo weiter, sondern kann jetzt auch über das Wasser fortbewegen. So, das wäre erledigt. Im Aquamodus kannst du mit dem Rotomrad ganz geschmeidig übers Wasser radeln. Wenn du übrigens entlang fährst, findest sich dein Rotomrad im Landmodus. Boah. Okay, zeig mal. Oh, haha. Ah! Direkt angesprungen von einem Möckchen. Oh Gott. Wir sind halt auf der rechten Seite. Ist ein Trainer oder? Das ist ein neues Pokémon. Hm. Ups. Zoomlinse. Dann hatte ich die schon. Ich meine, ja, so, aber bist du denn? Das ist ein komplett neues Pokémon. Du bist Wasser. Ich habe noch kein Wasser-Pokémon. Also wäre nicht schlecht, wenn du vielleicht ein potenzielles Teammitglied sein könntest. Kaukto. Okay, es hagelt. Level 50. Kann ich halt überhaupt fangen? Da gibt es irgendwie jetzt hier so eine Kraftkoloss. Oh Gott, das wird wehtun. Oh Gott. Okay, Angriff ist aber gesunken. Dann die Artillerie auf Steroid oder was? Teil. Oh, gute Frage, was setzt sich dagegen ein? Ne? Ich habe nichts gegen Wasser. So, machen wir mal Heimzahlung. Du hast einen meiner Freunde getötet. Jetzt töte ich dich. Nein, das habe ich jetzt nicht ernst gemeint. Oh. Oh Gott, ich hoffe, er war jetzt nicht so ein einzigartiges Pokémon oder so. War jetzt ganz schön dämlich. Also wie Relaxo hat nur einmal auftaucht oder so. Ja, und ich genau weiß nicht. Ja, da tut uns jetzt einige Wege hier öffnen. Ich würde schon fast sagen, wir sollten erstmal alle alten Städte noch mal kurz abgrasen, um zu gucken, ob wir jetzt alles überqueren können und so. Oder klingt halt nach dem Plan. Ich meine schon damals in Dings ja in bei der Professorin ja, da gab es doch schon Wasser. Kann man ja mal durchreden, ne? Und auf dem Weg vielleicht ein paar neue Pokémon fangen. So, njom. So, wer da taucht jetzt nicht noch mal auf, das Viech oder so. Das war irgendwie so ein einzigartiges Teil. Da wird mich nämlich ein bisschen anklotzen. Versteht ihr es? Und da ist wieder alles klar. Okay, Level 50. Wie war's, wenn wir das Viech noch nicht fangen? Will ich sowieso nicht benutzen können dann. Gut, dann weiß ich nicht. Dann gehen wir noch mal durch die gesamte Weltgeschichte und gucken. Und die wollte ja sowieso dahin, ne? Und ja, dann gucken wir mal, ob wir so für geheimen Ort finden und so, ne? Kinder nach dem Plan, gut. Ich meine, wer weiß, was wir finden, ne? Gut, ich bedanke mich jedenfalls alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Aber ich kann da gar nicht zurück. Und ja. Ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Abonniert, liked und kommentiert und so. Ne? Ciao.